die Leute werden verängstigt und destabilisiert. Sie sind destabilisiert in sich selbst. Sie haben das Vertrauen in sich verloren, dass sie da durchkommen. Ich denke, ja. Also jetzt ist ja letzte Woche, also anfangs, ja, letzte Woche, glaube ich, diese Suizidrate bei den Jugendlichen, das ist ja ein bisschen so durchgesickert und da sieht man schon, dass sehr viele Jugendliche schon, so Kinder, Jugendliche schon Suizidversuche oder erfolgreiche Suizide hatten oder machten. Heute vor, ein bisschen mehr als vor einem Jahr, Februar letzten Jahr, wäre jemand bei uns in die Klinik gekommen, wie wir darüber gesprochen haben, hilfesuchend. Der wäre mit einer Maske gekommen, mit Händedesinfektionsmittel, hätte uns irgendwas von gefährlichen Viren, die uns alle vernichten würden, erzählt. Der wäre geblieben. Den hätten wir behalten, um zu helfen, weil wir von der Psychose ausgegangen wären. Und rausgekommen und eben, du sprichst etwas ganz, ganz Wichtiges an. Also man spürt nichts, man sieht nur die Augen und dann fragt man eben so wichtige Fragen. Bei uns und sagen, ja, so kann ich nicht nach Hause, kann ich nicht noch länger hier bleiben. Und gleichzeitig bekommen wir den Betendruck und andere Personen, andere Menschen möchten sich auch helfen lassen. Und dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tisch, diesmal mit zwei Pflegefachkräften. In der, wie sagt man dem? In der Psychiatrie. Psychiatrie. Ja. Das heißt, ihr habt einiges zu erzählen und in dem Fall, Dankeschön, dass ich bei euch vorbeikommen durfte. Mal zum Anfang, wie muss ich mir das vorstellen? Im normalen Betrieb, wenn jemand nervliche Probleme hat, wie kommt der in die Klinik freiwillig oder wird eingewiesen? Und das kannst du, glaub erklären, ne? Also einerseits, es kann sein, dass diese Personen unfreiwillig kommen, also wie du schon sagtest, zum Beispiel durch einen Notfallpsychiater und dann werden sie zu uns eingewiesen, wegen Fremd- oder Selbstgefährdung und dann werden sie bei uns stationiert und dann sind sie halt nicht, also unfreiwillig bei uns und je nachdem zeigen sie sich kooperativ oder unkooperativ und das ist, wenn sie unkooperativ ist, dann ist das eher komplex für uns und komplizierter und manchmal auch unschön. Aber es gehört leider dazu. Wenn sie freiwillig zu uns kommen, dann besteht ja schon eine Motivation. Also sie wollen etwas verändern und sie wollen etwas. Dann wollen sie die Hilfe. Genau, sie möchten die Hilfe und dann sind sie auch bereit, mit uns zusammen zu arbeiten und etwas zu verändern. Mhm. Genau. Das ist das schöne Szenario. Und du bist die erste Anlaufstelle. Genau. Und dann wird abgeklärt, was braucht er, geht schneller, länger oder wie funktioniert das? Wir führen die Diagnostik durch, Abklärungen werden gemacht und dann nach einer kurzen Krisenintervention oder kurze Zeitspanne schauen wir, entweder gehen sie weiter auf eine andere Therapiestation für eine weitere Behandlung oder nur eine kurze Krisenintervention bei uns und dann können sie wieder nach Hause und eventuell etwas Ambulantes machen, eine ambulante Therapie. Genau. Die Therapien, wenn sie bei ihm noch nicht raus dürfen, dann bist du die Nächste. Genau, also wir haben zwei mögliche Wege. Was bei uns ist, kommen alle freiwillig. Wir führen nur Therapie durch, wenn das auch erwünscht ist, weil es doch heikle Themen sind persönliche Themen, wir gehen teilweise zurück in die Kindheit, schauen uns da Traumata an. Deshalb ohne Freiwilligkeit keine Therapie bei uns. Ne? Das ist so die Grundvoraussetzung. Genau, so ganz einfach gesagt. Also entweder kommen sie direkt via Zuweisung durch die ambulanten Behandler oder wenn wir die Leute kennen, Depressionen sind ja meistens etwas Wiederkehrendes, weil sich die Gesellschaft ja auch nicht ändert. Wenn wir die Leute kennen, Telefon, wenn wir ein Bett haben, können die kommen. Okay. Ja, sofern die Motivation auch da ist. Wie du schön gesagt hast, eben, es muss eine Veränderungsmotivation da sein, sonst funktioniert die Arbeit nicht. Es geht da nicht. Wie sieht es aus? Seit der Corona-Krise hat sich ja bei euch einiges verändert. Darum sind wir hier, um aufzuzeigen, dass da was gegangen ist. Ihr habt auch Kurzarbeit jetzt, läuft nichts mehr, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, das Gegenteil von Kurzarbeit ist im Moment angesagt. Also sind ja bereits einige kleinere Artikel veröffentlicht worden in der, sagen wir, Fastfood-Presse, aber auch in der ein bisschen ernstzunehmenderen Presse. Fastfood-Presse, das klingt gut. Ja, das habe ich mir so ein bisschen rausgesagt. Eben Blick, 20 Minuten, Watson etc. Ja. Schnell unsachliche Informationen, aber eben auch NZZ, Tagesanzeiger, die sich ein bisschen den Themen annehmen. In der Fachpresse
ist das Thema, was in der Psychiatrie läuft. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 15 Jahre im Job. Ich habe das noch nie erlebt, was jetzt passiert. Wir hatten eine Flaute, die wir kennen im Sommer. Das ist immer. Im Sommer ist die Psychiatrie nicht so begehrt, weil Wetter ist schön. Draußen in die frische Luft. Genau, man kann die richtige Therapie machen, nämlich draußen. Man kann sich treffen, man kann soziale Kontakte pflegen. Das war auch jetzt der Fall. Also in der Corona-Krise hatte ich so das Gefühl, man hatte so diesen Geist, ist bald vorbei. Und dann kam die zweite Welle. Das ist das vom Dezember weg, wo Restaurants schließen mussten und so. Das war Oktober, November hat es schon angefangen. Mhm. Wo mit Panikmache in den Medien, Radios nur noch über Corona berichtet, nur noch Todesopfer, die genannt werden. Dann die Diskussion mit oder an Corona. Und dann hatten die Leute Angst. Und seit Oktober haben wir keine Betten mehr. Wir sind voll. Und zwar übervoll. Übervoll? Übervoll. Das heißt? Konkret heißt das, wir entlassen Leute früher, weil wir Druck haben, weil wir Leute haben, denen es noch schlechter geht, die den Platz brauchen. Wahnsinn. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich sage jetzt mal, ein Wirt zum Beispiel musste zumachen und hat kein Einkommen. Was geht in dem vor? Einfach so ein Beispiel. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie weit kommt er, dass er in die Psychiatrie geht und sagt, ich brauche Hilfe? Was passiert da? Bekanntes Problem, Gastronomie, Alkohol ist immer verfügbar. Alkohol ist, wissen wir, Volksdroge Nummer 1. Viele Tote aufgrund von Alkoholismus, Alkoholsucht, Unfälle, Alkoholeinfluss. Das spielt eine wichtige Rolle. Das kann man nicht einfach ausblenden. Was aber passiert, das muss man sich so vorstellen, ich muss zumachen. Also die Wirte sind keine Berufsgruppe, die das Geld einfach pflücken kann. Ein Wirt arbeitet für sein Geld. Ziemlich heftig. Also da reden wir von 16, 17 Stunden Tagen. Also die Leute wissen, was Arbeit heißt. Und jetzt nehmen wir ihnen 17 Stunden Tagesstruktur. Was machen die 17 Stunden? Ja, irgendwann hast du alle Gläubiger abtelefoniert und verschieben können, dass du die Rechnungen nicht zahlen musstest, du hast Termine auf Ämtern, du versuchst alles, um überleben zu können. Und jetzt kriegst du einfach nichts. Du stehst da mit abgesagten Hosenbeinen und hast nichts. Und hast nichts. Und zu viel Zeit. Hast zu viel Zeit, du kannst nichts machen, du wirst mit Angst bombardiert, du hast keine Perspektive, du hörst überall die Soforthilfen kommen. Einzelne Beispiele werden aufgegriffen, ja, das war so hilfreich, wir können jetzt überleben. Und dir hilft niemand, du bist alleine. Meistens sind es Familienbetriebe, Paare, die im Gastgewerbe arbeiten, die sich selbstständig machen. Die Konflikte da, die eskalieren. Und dann eben, Alkohol überall verfügbar. Man wird depressiv. Es dreht nur noch um das Thema Corona und wie überlebe ich? Existenzangst. Und das ist kein Leben. Keine Zukunft, keine Perspektive, keine Hoffnung. Weil ich frage um Hilfe, es kommt nichts. Ja, wir schauen. Ja, es kommt jetzt, bald kommt es. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die... Es heißt ja immer so schön, ja, es gibt Notfallhilfe und alles zusammen. Wie muss ich mir das vorstellen? Dann kriegt jetzt ein Wirt Notfallhilfe, sagen wir jetzt mal viel. Oder? Was kann er dann alles so bezahlen? Kann er seine Kosten bezahlen? Wie funktioniert das etwa? Ich bin nicht Wirt, ich kriege nur so ein bisschen mit, aber ihr kennt da ja Fälle, so ungefähr, wie das funktioniert. Ja. Ja, es ist unterschiedlich. So, man kann es nicht pauschalisieren, das ist die Hilfe nicht gibt. Aber es gibt die Fälle, da kommt nichts. Oder da kommt so wenig, dass es gerade mal so knapp reicht. Also sprich, ich kann zahlen, was ich zahlen muss. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich zu essen komme. Oder wie ich meine Krankenversicherung zahlen muss. Also ich kann die Betriebskosten irgendwie decken, was noch Strom oder was auch immer noch zu bezahlen ist. Ja. Und das hat nichts mit Hilfe zu tun. Das hat nichts mit Leben zu tun. Mhm. Es hat nichts mit Leben zu tun. Also wenn ich 6 Tage die Woche arbeite, dann will ich ein kleines Stück vom Kuchen haben. Und das hat jeder verdient, der sich den aufreißt. Das haben wir auch verdient, wenn wir Zeit investieren. Und das fehlt. Das ist auch Hilfe. Hilfe zum Überleben und Genuss, sozialisieren, sich mal eben einen guten Wein leisten. Das ist ein Luxusgut, das wir uns durchaus leisten dürfen, auch wenn wir Hilfe bekommen. Mhm. Und das ist Mangelware im Moment. Das findet nicht so statt. Nur noch für Wasser und Brot. So in dem, reicht ja, ne? Ja. Ist ja genug. Eben, das ist schön gesagt. In der Krise gibt's zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Genau, das ist ein wunderschönes Bild eigentlich. Was
ich sage es mal so, jetzt kommt jemand zu euch, ist so in einer Angst, die sind alle natürlich verschieden, aber gibt es da so ein Grundkonzept, wie man den Leuten, den Menschen da helfen kann, wie man sie, ich sag mal, versuchen kann, auf Spur zu bringen, weil irgendwann müssen sie ja rausgehen, weil es kommen ja schon die Nächsten. Mhm. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich denke, viele, viele Menschen, die zu uns kommen, fühlen sie sich ja schon mal etwas wie ein wenig sicherer, oder? Dass sie schon mal weg sind von der Realität, oder? Von diesem Leben, dass sie haben Mahlzeiten, sie haben ein Bett, sie bekommen, sie haben Kontakte. Und durch das, dass sie nicht mehr zu Hause sind, können sie wie ein bisschen abschalten. Kann sein, oder so. Es gibt so eine Distanz. Genau, es gibt so eine Distanz, oder sie sehen es so als Timeout. Und dann mit der Zeit, das ist eben das Gefährliche, oder mit der Zeit gewöhnen sie sich daran und fangen an zu verdrängen. Also das heißt, man wird ihnen geholfen, man sieht, ja, okay, ich kann hier eine Therapie machen, ich bekomme diesen Abstand, diese Distanz. Und dann, wenn es langsam zum Austritt kommt oder man ja, langsam wieder zurück ins Leben, dann fängt wieder an. Oder dann fangen sie ja wieder zu überlegen, okay, jetzt, wenn ich wieder nach Hause gehe, dann fängt das wieder an. Mhm. Das Problem besteht ja immer noch. Ich kann ja nicht wieder arbeiten gehen. Ich habe immer noch keine Arbeit gefunden. Und dann, ja, dann fängt es an. Wie gehe ich nach Hause? Ja. Und dann ist es so, sie melden sich bei uns und sagen, so kann ich nicht nach Hause, kann ich nicht noch länger hier bleiben. Und gleichzeitig bekommen wir den Betendruck und andere Personen, andere Menschen möchten sich auch helfen lassen und dann müssen wir wie einen Kompromiss oder eine Lösung finden. Und diese Lösungen, eben wie schon am Anfang sagte, kann eine ambulante Therapie oder Tagesklinik sein, aber diese Therapien haben bis zu 10, 12 Wochen Wartezeiten. Also das heißt, die Personen gehen wieder nach Hause. Und dann sind sie 12 Wochen ohne Hilfe, genau, bis das erste Mal wieder geht. Man muss ein bisschen korrigieren. Wir melden ja das meiste bereits in der ersten Woche nach Eintritt an, dass wir diese Wartezeit verkürzen können. Das heißt, sie kommen rein. Und wir melden bereits an, weil wir wissen. Für den dem Ausdruck, wir haben wieder jemanden. Ja. Und dann geht es immer noch 12 Wochen. Je nachdem. Also es kommt ein bisschen, also wir haben Glück, dass wir sehr gut vernetzt sind von unserem Arbeitgeber her. Wir machen viel selber. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Vorrang, wenn wir Leute zuweisen, aber wir hatten jemanden bei uns 8 Wochen, wir haben den in Woche 2 angemeldet, also 6 Wochen, und er hat nochmal, eigentlich genau die 12 Wochen, wie du es gesagt hast, aber 6 Wochen war er allein zu Hause. Natürlich mit psychiatrischen Spitex, mit der normalen Spitex, mit intensivem Kontakt zum Psychiater, auch wöchentlich mit dem Hausarzt, aber das ist nicht, wie unser System funktioniert. Das ist kein Setup für einen Menschen nach einer Behandlung. Ja. Die sind noch instabil. Das ist nur ein Notfall-Setup. Und das ist immens, was das an Arbeit macht. Also es sind für eine Anmeldung, ich rede jetzt nur aus der Perspektive der Pflege, die Mediziner haben noch mehr zu tun. Die müssen das alles ja noch verschriftlichen. Ja. Wir können mit dem Telefon kurz anrufen, ja, wir melden XY an, geht um das und das, ja, da kann er fürs Vorgespräch kommen. Aber es sind Telefonate. Und manchmal muss man viermal anrufen, bis die richtige Person da ist. Und dann, ja, die ist in den Ferien, dann vergehen wieder 2 Wochen. Das ist alles Realität. Es ist viel Aufwand für etwas, was gemacht wird. Es wird gemacht. Es ist nicht, wir haben keinen Krieg, wo Menschen sterben, weil Leute mit Waffen aufeinander losgehen. Wir haben einen Cyberkrieg. Ich erlebe es als Cyberkrieg. Wir machen ein Psycho-Experiment. Informationskrieg. Ja, könnte man so sagen. Es ist, die Leute werden desinformiert, die Leute werden verängstigt und destabilisiert. Sie sind destabilisiert in sich selbst. Sie haben das Vertrauen in sich verloren, dass sie da durchkommen. Weil es gibt kein Ende. Ja. Es gibt keine Perspektive. Wenn Herr Berset sagt, November. Okay, wir machen am November, ist alles vorbei. Das ist eine Perspektive. Und dann halten wir durch, dann stehen wir zusammen. Das ist menschlich, das ist Gruppenverhalten. Ja. Wir haben das aber nicht. Und dann ist es ein Fass ohne Boden, noch zwei Wochen. Wir müssen schauen. Und wenn wir uns kritisch informieren, wenn wir haben eine HF-Ausbildung, wir haben gelernt, Literatur kritisch zu hinterfragen, man rennt gegen Wände mit den Medizinern. Ich weiß nicht, warum unsere hochstudierten Arbeitskollegen so unkritisch sind. Sie sind sehr unkritisch und das erlebe ich überall. Es geht ja nicht mal darum, alles zu kritisieren. Es geht darum, einfach mal selber nachzudenken, wie kann ich etwas verbessern. Ja. Oder es geht ja nicht darum, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, das hast du falsch verstanden. Eine kritische Interpretation von Literatur bedeutet eben genau das.
ah, was meint er damit? Ah, woher kommt die Quelle? Also wirklich eine kritische Auseinandersetzung, nicht im Kritisieren, ja, sondern wirklich zu schauen, was wollte er mir sagen? Ist es stichhaltig? Also wenn ich, eine Statistik anschaue, dann verstehe ich meistens nichts. Und da muss ich mich kritisch damit auseinandersetzen, um überhaupt zu verstehen, was will die mir sagen. Und das meine ich mit kritischem Auseinandersetzen mit der Literatur, die wir jetzt haben. Wir haben die Studien, wir haben die Beweise von der Boston University, dass Lockdowns nichts bringen. Mhm. Und wir machen weiter Lockdowns. Ja, und oder? Was war das in Florida? Das Spring, wie heißt das? Spring Break. Spring Break Festival. Mhm. Alle von der USA gehen nach Florida, ja, da gibt es ja keine Maskenpflicht. Nix, du hast da gibt es noch eine Bikinipflicht, das reicht. Ja, Bikini müssen sie anhaben, aber ansonsten, und da fallen die Menschen auch nicht tot um, wie die Fliegen. Also irgendwas, das ist dann bedenklich. Und ja, wenn man solche Infos hat und man sieht, man wird so, wie sagt man dem, so einfach erdrückt mit den ganzen Vorschriften, Schließungen und so, und die Existenzen kaputt gemacht, das gibt dann so ein Schusshaufen. Meine Frage, wie sieht das aus? Psychiatrie heißt ja eigentlich auch vielmal, das sind den Menschen, die sind, sagen wir mal, dem Suizid nach oder haben es versucht oder so. Ja. Gibt es da irgendwie so eine Veränderung, weil die Suizidstatistik vom, warte mal, was haben wir jetzt, eine, vom 2020, die müsste normal, kommt sie immer im März raus, gibt es nicht, kommt erst nächstes Jahr. Wenn überhaupt. Okay, aber merkt ihr da irgendwo einen Unterschied? Ich sage jetzt mal nicht, ihr seid an der Quelle, das hört sich doof an, aber merkt ihr da irgendwo vermehrt solche Fälle? Ich denke, das ist ein wichtiges und fragwürdiges Thema, oder? Diese Statistik, oder? Warum wird es uns verschwiegen, oder? Und ich denke, ja, also jetzt ist ja letzte Woche, also anfangs, ja, letzte Woche, glaube ich, diese Suizid- Rate bei den Jugendlichen, das ist ja ein bisschen so durchgesickert, und da sieht man schon, dass sehr viele Jugendliche schon, so Kinder, Jugendliche schon Suizidversuche oder erfolgreiche Suizide hatten oder machten. Und bei uns jetzt, oder was wir so hören, sehr viele Versuche, das ist schon, ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt mehr, also viel mehr sind als jetzt in den letzten Jahren. Also das mit der Quelle, da hast du schon ein bisschen recht. Das ist natürlich ein Mach du mal schön. Das ist wie eine Katze. Katze kommt nach Hause. Ah, hier kommt Dora. Nein, Simba hat die Katze. Okay. Ja, nein, die Quelle, das ist ein Unwort, das darf, möchte ich so nicht sagen. Aber ja, das ist Teil unseres Jobs. Gewalt und Gewalt an sich selber, sprich den Suizidversuch oder den vollzogenen Suizid, das ist, gehört zu unserem Geschäft. Das muss man so sagen. Aber merkt ihr da eine Steigerung, dass es, ich sag mal, dass es mehr gibt? Man sagt, ihr habt mehr, wie sagt man, Betten, mehr, wie heißt das, Traffic oder was auch immer. Ist das aufgrund auch von solchen Sachen? Also ich stelle mir mal vor, Ehepaar zu Hause, die waren Arbeiter, was auch immer, und plötzlich sitzt man irgendwie zu Hause, kann nicht arbeiten, hat Existenzängste. Da geht schon die Post ab. Da geht die Post ab. Ja. Also bei uns, wir haben viele Leute, die genau wegen dem Thema da sind. Es hat super funktioniert, die Beziehung, solange diese 8 Stunden 24 der Mann weg ist, zu Hause läuft es. Ne? Es gibt einen Film, Loriot hat den mal gemacht in den 70er, 60er. Ja. Papa ante Portas, wenn die das so sagen. Ah, ja. Der Ehemann kommt nach Hause und das Haus steht Kopf. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Menschen sitzen aufeinander mit Kindern. Ich weiß, hinter vorgehaltener Hand, die Zahlen von häuslicher Gewalt sind massiv gestiegen. Die Delikte sind nicht mehr mal eine Ohrfeige oder ein Würgen. Es ist massiv. Da gehen Frauen oder Männer mit Messer aufeinander los. Also das weiß ich durch Bekannte, die da bei der Polizei arbeiten. Ja. Das ist nicht mehr schön, was passiert. Und diese Ausläufer, die spüren wir ein bisschen mehr. Ich habe schon das Gefühl, die Gereiztheit, die Stimmung, die ist anders. Es ist schneller. Die Leute, es bahnt sich nicht mehr so an. Also die Krisen, die sind kürzer. Die Zündschnur ist kurz. Die Lunte ist kurz. Die ist wirklich kurz. Und ich vermute, wir spüren das weniger. Früher, ich weiß, vor 2-3 Jahren, wir haben immer die Suizidalitätszahlen, da arbeiten wir viel damit, weil das ist verheerend, wenn jemand sich bei uns in stationärer Behandlung oder auch wenn er mal Expositionstraining macht zu Hause, sprich einen Besuch zu Hause macht, für die Exposition, die ich verstehe. Danke. Das bahnt sich an. Du hast ein Gefühl dafür, wir sind Experten, wenn es darum geht, dass
Unerklärbare zu spüren, das Zwischenmenschliche, das ist so diese Stimmung, diese, ah, irgendwas ist nicht gut. Man unterhält sich im Team und das, es findet viel weniger statt. Gerade bei mir auf der Station, wo ich arbeite, es ist zu schnell. Es ist schneller, es ist so schnell. Wir kriegen das nicht mehr mit. Einfach. Die Leute, die sind zu Hause und ich will nicht mehr. Peng. Und sie ist fertig. Es ist dann auch nicht, ich hau mir eine Flasche Wodka oder Whisky in den Kopf und nehme ein paar Schlaftabletten, sondern es ist brachial. Es ist nicht mehr einfach nur, eben ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich mache fertig. Mhm. Und es sind nicht schöne Sachen, die passieren. Ich habe da von einer Bekannten, der ihr Vater ist im Altersheim und der hat der Tochter dann gesagt, du, ich lasse mich impfen. Und sie hat gesagt, ja, aber hey, lass das. Du weißt ja noch gar nicht, wie weit das ist. Drinnen ist es schnell, draußen nicht mehr. Mhm. Und seine Antwort war echt krass. Der hat gesagt, jo, was soll ich hier noch? Ihr dürft mich nicht besuchen, ich bin den ganzen Tag alleine. Mhm. Der gibt das Leben schon auf, die Hoffnung, die zuletzt stirbt. Und man sieht das auch, die Menschen sterben dann einfach so vereinsamt, verarmt. So. Was würde, ich sage mal so, merkt ihr, dass dieses, wie heißt das, Social Distancing oder wie das Ding heißt? Da? Das Asocialist, das ist gut, das ist anders. Also, merkt, hat das Ganze etwas mit dem zu tun, dass die Menschen nicht mehr sich treffen können, miteinander austauschen können oder an was liegt das? Ist das die Einsamkeit, die die Menschen so zum, ich sage jetzt mal, zum Durchdrehen bringen oder an was kann das liegen? Ich habe mal gelernt in der Ausbildung, dass der Mensch 12 Berührungen am Tag braucht, um gesund zu bleiben. Und da rede ich nicht von Selbstberühren, sondern da rede ich von Händeschütteln, umarmen, sich anfassen, Kontakt zu haben, Wärme spüren, die eigene Grenze zu spüren. Gerade im Bereich der Altenpflege, die haben noch die Berührung im Bett, immerhin. Immerhin ist da noch Berührung da. Weil sie müssen. Sie müssen sauber und warm und trocken und satt sein. Aber da gibt es noch einen Zwischenbereich, nämlich die Gruppe, die wir schützen. Die haben keinen Kontakt. Wir müssen eine besondere Gruppe schützen. Von was sie uns schützen? Mit Selbstbestimmung und Freiheit. Dafür haben sie gekämpft. Ja, vor allem, wollen sie überhaupt so beschützt werden? Das fragt niemand. Das hat niemand gefragt. Es ist niemand so. Fragt das ist so schlimm. Ja, und das ist schon, ich merke es bei mir selber. Ich habe keine großen Einschränkungen durch Corona, weil... Ich treffe mich mit Freunden, ich treffe mich mit bekannten Familien. Die Zahlen, die der Bund rausgeht, das interessiert mich nicht. Ich lasse mir nicht sagen, nur 5. Ich bin immer 5. Das heißt, ich hätte jetzt 3 Monate niemanden treffen dürfen. Nein, ich weiß, dass das krank macht. Also ja, es ist Social Distancing, was hier betrieben wird. Und es ist krankmachend. Im Alltag spüre ich es nicht. Du hast es schön beschrieben, die Leute kommen wie in eine Oase, in so eine Schutzblase. Mhm. Es ist skurril. Ich gehe in eine Psychiatrie, die ein so schlechtes Bild noch hat in der Gesellschaft. Ja. Und ich habe da eine Schutzblase. Es tönt ein bisschen pervers im ersten Gedanken, aber es ist, wie du es gesagt hast, ich bin umsorgt. Vor allem auch abgeschottet. Ich bin abgeschottet, mal, wenn da der Vermieter anruft, hey du, jetzt, weißt du, da gibt es nichts, noch unter Druck setzen und so, das ist ja alles. Oh, du bist jetzt da, oh ja, dann muss ich jetzt muss ich Obacht. Ja. Und das ist so, ich spüre das nicht, dass das sich großartig verändert hat, aber es ist wie so ein bisschen ein Lager. Sie steigen wirklich aus der Gesellschaft. Wir haben auch, wir halten uns an alle Maßnahmen, die unsere Taskforce arbeitet, mit Hochtouren, mit so viel Menschenverstand, gesundem wie möglich in der Situation, aber auch wir sind ein Betrieb, der abhängig ist vom Kanton, vom Bund, vom Goodwill der Kassen etc. Also ich sage jetzt nicht, dass das Management Scheiße baut, überhaupt nicht. Die machen ihren Job. Ich bin froh, müssen sie es machen. Die sind massiv unter Druck. Mhm. Und da reden wir dann von anderen Maßnahmen. Also da werden Strafen angedroht etc. Also die müssen einen gewissen Druck ausüben, dass wir uns auch an die ganzen Maßnahmen halten. Ich freue mich auf den Tag, was heißt, nehmt die Maske weg. Ja, wenn ich Gespräche führe mit Patienten, was mein Hauptjob ist, ich kriege ein Drittel der Information. Ich kriege deine Augenpartie mit. Mhm. Und das ist wenig. Ja, das Wichtigste ist ja die Mimik. Ja, wenn du jemandem sprichst, dann bekommt man durch die Mimik mehr mit, als das, was er eigentlich sagt. Und das ist natürlich eine Erschwerung des Jobs, oder? Genau. Auch bei dir, du spürst nichts mehr. Genau, nichts, oder? Wie bei den Kleinkindern, es fängt ja schon an, diverse Studien schon sind rausgekommen und eben, du sprichst etwas ganz, ganz Wichtiges an, also man spürt nichts, oder? Man sieht nur die Augen. Und dann fragt man eben so wichtige Fragen wie, ja,
einfach so einfach formuliert, möchten sie leben, möchten sie sich etwas antun? Nein. Und dann sieht man eigentlich nur die Augen und dann muss man wirklich so, entweder muss man sehr erfahren sein oder wirklich nachfragen oder allgemein so die Körpersprache spüren oder beobachten. Aber es ist viel, viel schwieriger. Also mit der Maske, das ist... Also wenn jemand sich nur schon auf die Zähne beißt, sagt, ich will nichts sagen, das siehst genau. du gar nicht. Kein Lachen, keine Mimik, keine traurige Gestik, fröhliche Gestik, gar nichts. Gar nichts. Aber ist denn, ich meine, das ist ja grundlegend für euren Job, dass ihr mit dem arbeiten könnt. Ja. Ist das, ich sage jetzt mal, Management und wer da auch immer das bestimmt und umsetzen muss, ist das irgendwie möglich, dass man das... Es heißt ja immer Maske oder Distanz. 1,5 Meter Distanz und dann kann ich wenigstens ins Gesicht schauen. Funktioniert das oder nicht? Es heißt Maske und Distanz. Und? Natürlich. Es darf ja keiner krank werden. Ja. Wenn wir mehr, und das ist glaube ich mittlerweile fast überall im Kanton so, mehr als 4 Leute im selben Raum sind, egal wie groß der ist, also in der Turnhalle zu viert, da haben wir Maximum Social Distancing, da haben wir eine FFP2 auf. Weil wir sind mehr als 3. Aber ist nicht in der Verordnung drinnen, wenn die Distanz nicht eingehalten werden kann, dann ist Maskepflicht. Ja, das zählt für, ich sage jetzt mal, Normalsterbliche und dann gibt es das Gesundheitssystem. Mhm. Und das gehen wir mal davon aus, die Masken schützen wirklich. Die schützen wirklich vor dem bösen Coronavirus. Mhm. Weil wir wissen, glaube ich, alle, das ist ein permeabler Stoff, da kommen ganz viele Sachen durch. Das ist wie wenn... Mit dem Maschendraht wenn ich Sandsturm aufhalte. Genau, genau. Ja, klar, Tröpfchen, kann man sagen, was man will, ist nicht Thema von heute. Ja. Mhm. Was wir aber wissen, ist, sie stören. Sie stören und das ist bekannt. Wir müssen uns dran halten. Es gibt wie... Da kann man nicht mehr vom Betrieb reden, der Entscheidungen trifft. Und das ist das Neue. Wir haben, ich weiß am Anfang, 2-mal die Woche neue Weisungen. Out of the blue. Und du weißt nicht, was kommt, zack, boom, jetzt umsetzen. Fertig, per sofort, jetzt sofort Maske, überall. Ah, okay, kein Social Distancing mehr, wegen 15-Minuten-Regeln, nein. Sofort das. Und es ist, ja, jetzt ist das gut, die Zahlen sind gut. Nächste Maßnahme. Damit es nicht wieder schlimmer wird. Genau, und das kommt nicht aus den Betrieben. Mhm. Das muss man wirklich klar sagen. Die Betriebe, die leiden, die hören uns, die wissen, das sind alles auch Fachpersonen. Mhm. Die wenigsten, die ein Gesundheitssystem schaffen, machen eine Wirtschaftsausbildung. Ganz oben im Kader, klar. Mhm. Aber die direkten Ansprechpersonen für uns, für den stationären Alltag, die wissen, von was wir reden. Die wissen, mit was wir zu tun haben. Und die wissen, wie viele Einschränkungen wir jeden Tag über uns ergehen lassen. Ja? Aber es sind fremde Chefs. Es ist ein fremdes Management, es ist ein Bundesmanagement. Meine Frage, so, mir geht das durch den Kopf. Ich sage jetzt mal, eure Chefs, die kriegen wahnsinnigen Druck und müssen das umsetzen. Könnte das auch passieren, dass euer Chef mal irgendwo, vielleicht nicht gerade bei euch, aber irgendwo anders in einem Psychiater, weil der Druck, der ausgeübt wird, der geht sicher auch da nicht vorbei, weil das ist ja auch eine Kettenreaktion, die sich weiterzieht. Ja. Ist das möglich, dass auch, ich sage jetzt mal, solche Chefs mal irgendwann Hilfe brauchen? Das ist ganz schön, ein Bereichsleiter vom, was ist das, von Aargau, von den Unikliniken Aargau, der hat sich geoutet öffentlich, da darf man auch drüber sprechen, da gibt es auch Interviews in den Schweizer Medien zu seinem Burnout, zu seiner Erkrankung, der steht dazu, im Klinikalltag. Es wäre spannend, was er darüber denkt, wie es den Chefs geht. Und das war vor Corona, wo er ausgebrannt ist, weil da schon so viel Druck bestand. Vor Corona? Ja. Und jetzt ist er recht jetzt Feuer an der Blatt. Ich staune wirklich. Wir sind eng, wir sind nah mit den direkt und den auch Bereichsleitern, Klinikdirektoren, sind wir nah im Kontakt. Wir kennen uns, wir kennen uns persönlich. Das ist normal bei uns im Haus, man kennt sich, man ist per Du mit eigentlich allen. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Sie funktionieren. Und wir sehen sie auch nur mit Masken. Und weil sie ihre Vorbildfunktion so gut machen, gehen sie auch nicht raus ohne Masken. Nur sehr selten, die laufen mit der Maske zum Auto. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, ich spüre sie nicht. Direkte Vorgesetzte, die sind mit uns im Kontakt, die kennen wir, da lästern wir, da fluchen wir über die Maßnahmen, über die Unsinnigkeit, über den Stress, dass wir keine Lust mehr haben. Mhm. Aber oben, es ist nicht ein eisernes Regime, das wäre zu hart und unfair. Aber es ist, sie funktionieren verdammt gut. Mhm. Und ich staune immer wieder, wie souverän die das machen. Wie ernsthaft sie das umsetzen, obwohl ich habe das Gefühl, ich spüre, die haben die Schnauze voll.
Aber sie müssen ihr Gesicht wahren. Also sie können es sich nicht leisten. Da kann ich nicht sagen, du, mir geht es auf den Sack und irgendwo ich die ganze Kette sagt dann, ja, er hat gesagt. Ich hätte es lieber. Ja. Ich hätte es lieber, wenn die Chefs sagen, wisst ihr was, macht was ihr wollt. Sollen die doch mal kommen. Wie wäre es mal mit gesundem Menschenverstand und ja, dann schauen wir weiter. Ja. Und auch das liegt nicht mehr drin. Ich bin überzeugt, die Geschwindigkeit, wie Maßnahmen angepasst, geändert, wie Auflagen entstehen, die verhindern, weil wir haben immer noch ein Arbeitsrecht. Mhm. Und ich verstehe immer noch nicht, wie Leute nicht verstehen, dass eine FFP2-Maskenpflicht oder wenn ich einen Vorgesetzten habe, der sagt, du musst die tragen, deinen Dienst, dann ist nach 6 Stunden Schicht im Schacht, laut Arbeitsgesetz. Und 6 Stunden, da brauchst du aber immer noch nach 2 Stunden. Ja, nach 3 Stunden hast du 30 Minuten bezahlte Pause zugute, aber nach 6 Stunden darfst du nicht mehr arbeiten. Mhm. Wegen frühzeitiger Ermüdung. Habe ich alles meinen Vorgesetzten geschickt in die Taskforce, sie haben das diskutiert. Das ist die Gesundheitsdirektion, der das egal ist. Und unsere Arbeitgeber können das Gesetz, das wir haben, nicht mehr umsetzen. Mhm. Wir sind ausgehebelt. Wegen einem Husten oder einem Pfnüssel oder einer schlimmen Infektion. Zombie-Apokalypse, ja, sagt Dani Stricker immer. Das ist, ja, nur so fehlen überall noch die so vielen Toten. Ja, genau. Wegen der Maskenpflicht ist auch was. Ich habe im Erste-Hilfe-Kurs, mhm, und so, wenn man jemanden beatmen muss, dann sagt man uns ja klar, beatmen und dann den Kopf wegziehen und wieder einatmen, weil sonst atmet man das Ausgeatmete, mhm, von ihm ein, mhm, somit hat man selber weniger Sauerstoff, das geht von 21 auf 16%, das geht immer, glaube ich, um 15% zurück, dann gebe ich ihm noch, ich weiß nicht, brauche ich auch Sauerstoff, wieder 12 zurück, schlussendlich liegen wir beide erstickt, mhm, da, weil wir aneinander gegenseitig immer anatmen. Und jetzt sind die Masken ja so, ich sage jetzt mal, dicht. Da nimmt man sehr viel vom Ausgeatmeten wieder ein. Merkt ihr da irgendwie so, dass ihr, oder jetzt nicht ihr persönlich, oder bekommt ihr das mit, dass das eine Behinderung in der Arbeit ist, durchs Müdewerden oder Kopfschmerzen, oder merkt ihr irgendwo etwas? Weil statistisch gesehen gibt es das nicht. Ja. Also, sag einmal etwas. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Nein, ich merke eine schon, also ich, was ich auch höre, ich persönlich merke vor allem abends eine Müdigkeit, also dann bin ich K.O. Ich kann jetzt nur noch nach Hause, 7, 8 Uhr am Abend, hup, ciao, tschüss, und dann schlafe ich. Also ich bin sehr müde, ich bin auch tagsüber, wenn ich frei habe, zu Hause bin ich auch öfters müde, jetzt, ja, ich denke auch wegen der Maske und vor allem am Anfang, wo in der Anfangszeit hatte ich immer so ein Kratzen. Dann habe ich immer gedacht, oh, jetzt habe ich auch noch Corona, ich muss mich testen lassen. Nein, das ist wegen der Maske immer wieder Sauerstoff, die Nase lief die ganze Zeit, Kopfschmerzen sogar, wegen der Durchzug hier zwischendurch. Die Augen haben immer wieder gezittert, über Wochen, also wirklich immer ein Zittern, auch zu Hause immer noch ein Zittern, also sehr unangenehm. Das hattest du vor der Maske? Nein, das hatte ich, nein, gesund, oder? Und jetzt habe ich mich leider daran gewöhnt, ist nicht mehr so schlimm, einfach die Müdigkeit, die ist geblieben. Ich bin einfach viel müder. Mhm. Und ich denke, es kommt wegen der Maske. Ja, weniger Energie. Kann man da den Sauerstoffgehalt, habt ihr da mal gemessen, wie der ist? Weil der muss ja ein gewisses Level haben. Du musst den ganzen Tag tragen, dass du die Spitzen messen kannst. Du kompensierst sehr gut für die Sättigung. Mir geht es gleich wie dir, mit dem Ausnahme, ich hatte am Anfang konstant, ich komme nach Hause Nasenbluten. Und ich habe nie Nasenbluten. Alles trocken. Es war so trocken, ich bin in der Nacht mehrmals aufgestanden, einfach zum Trinken. Es war alles trocken. Ja. Und ich habe nicht gerne Sachen vor meinem Gesicht. Ich bin Motorradfahrer, ich fahre auch ohne Stofftuch vor dem Gesicht Motorrad, mit offenem Visier. Das ist mir scheißegal, ich will nichts vor meinem Mund und von meiner Nase. Lieber ein paar Fliegen und ein bisschen Proteinshake zwischendurch. Nein, es ist wirklich, die Müdigkeit ist enorm, die Gereiztheit. Meine Tochter hat Maskenpflicht in der Schule, die ist nicht mehr zu gebrauchen am Abend. Nicht böse gemeint, aber sie ist ermüdet. Die Zündschnur ist sehr kurz, wir haben viele, viele Diskussionen, die wir vor der Maskenpflicht jetzt knapp 2 Monate hatten, haben wir plötzlich. Es ist nicht die Pubertät, das sind wirklich Ermüdungsthemen, so kennen wir sie, wenn wir mal ein bisschen zu lange bei euch waren, dass dann am nächsten Tag ein bisschen gereizt, das ist jeden Abend. Ja, wenn man zu wenig geschlafen hat, so. Genau, sie schläft genauso viel, eher mehr und ist trotzdem gereizt. Ne? Also, und das erlebe ich auch. Die Morgen sind enorm anstrengend, einfach in die Gänge zu kommen. Mhm.
ich weiß, ich muss jetzt das Teil wieder 8 Stunden im Gesicht haben. Ich muss irgendwas umsetzen, was mir nicht passt. Das sind so die psychischen, ethischen Komponenten, die mir fast mehr Mühe machen als die Maske effektiv. Eben ich mache viele Interventionen, um nicht ausgetrocknete Schleimhäute zu haben. Ich trinke bewusst meine 2 Liter zusätzlich zum normalen Trinken. Es sind viele Interventionen, die ich mache, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Und das ist ja das Perverse. Normal wärst du ja mit 2 Liter Wasser pro Tag total gesund und jetzt Übergesund, ne? übergesund, ausge, was sagt man dem, durchgespült. Total, genau. Das ist Wahnsinn. Ja. Wie muss ich mir das so vorstellen, den Alltag mit den, also ich muss eine fragen, wenn ihr den ganzen Tag mit den Patienten zu tun habt und das mitbekommt, und wenn ich mir vorstelle, im Freundeskreis kriegt ihr irgendetwas mit, wie geht ihr damit um? Ihr habt ja die Erfahrung und seht schon, ah, das läuft in die Richtung oder so. Wie verarbeitet ihr das im Privaten? Du hast ja gesagt, beispielsweise, die Eltern gehen aufeinander los und dann die Tochter, das ist nicht Pubertät, aber dann geht die Zündschnur kurz. Wie lebt ihr damit? Was macht ihr dagegen bewusst? Wir treffen uns. Ihr trefft euch. Wir treffen uns trotz Müdigkeit. Für mich Ausgleich. Geht raus. Geht Waldbaden. Auch Was wenn baden? Wald baden. Geht im Wald. Und nicht auf dem Ah, Weg. Geht durch den Wald. Waldbaden. Schneidet, kratzt euch die Beine auf, macht ein Feuer, stinkt nach Rauch. Kratzen, nicht schneiden. Nein, kratzen. Oder ritzen. Oder auch nicht ritzen. Die Dornen sollen Die den Job Dornen machen. sollen das machen. Genau, geht wandern, geht in die Natur, trefft Freunde, die ihr mögt, mit denen ihr intime Themen besprechen könnt. Ich wäre aufgeschmissen ohne dich, ohne andere enge Freunde, wo ich einfach mal mein Seelenfrust loswerden kann und verstanden werde. Irgendwie muss ich nichts erzählen. Wir treffen uns jeden Tag bei der Arbeit. Wir müssen uns so anschauen, wir verstehen uns. Das genügt schon zu wissen, ah, Du bist nicht allein. ich bin nicht alleine. Wir sind viele. Wir werden Genau, viele. genau. Wir werden Und viele. für alle, die da zuschauen, vielleicht kommt euch das eine oder andere Thema bekannt vor, aber das ist wirklich so. Also, dieses Social Distancing, was die da fabrizieren, das geht, das irgendwann landet man halt, ich sag mal, zuerst bei Im dir, besten oder Fall bei uns. im Man muss besten es Fall. leider so sagen, im besten Im Fall besten Fall, ja. hat man noch einen Platz. Ja. Apropos Platz, wie groß ist euer Einzugsgebiet? Das ist ja, ist das ganz Kanton oder wie funktioniert das? Wir sind zu dritt im Kanton. Es sind 3 Institutionen, die sich den Kanton teilen. Also wir sind ein großer Ja, Kanton. okay. Genau, und das haben wir. Heftig. Ja. Stadt. Ja, Einzugsgebiet 500.000. Ich würde sagen, ja. Was haben wir im Kanton Zürich? Wie viele Einwohner? Ja, Das ist 1,2 ja, Millionen, glaube ich. Stadt ist wir 400.000. haben Sagen wir mal 1 Million Einwohner. Einfach mal eine Zahl. Million Einwohner. Wir haben 1 Million Einwohner und sind circa für einen guten Drittel, 400, 400 genau, bis 400. 500.000 Ja. Bürger wären wir zuständig. Genau. Und das funktioniert, oder habt ihr genug Platz, oder wie Es würde funktioniert? funktionieren. Würde. Es würde funktionieren ohne Corona. Das also heißt, vor Corona hat es Vor funktioniert. Corona Besser, besser. Es gab immer wieder Engpässe. Und das ist das Grundproblem im Gesundheitswesen. Ja? Es wird gespart. Es wird gespart. Ja. An Personal, an Betten. Ein Bett, das einen Tag nicht benutzt wird, ist schon auf einer schwarzen Liste. So muss man sich das vorstellen. Also, es geht um Geld. Es geht Also um es viel geht nicht, Geld. nicht nur um Es Gesundheit oder geht nicht mehr schon um lange nicht mehr um Gesundheit, Gesundheit. Ich weiß noch, meine Dozentin, unsere Klassenverantwortliche, hat immer gesagt, es gibt Themen, die lernt man nicht im Unterricht, sondern die lernt man in den Pausen. Und das ist Ethik und Moral und sich darüber zu unterhalten. Da geht es genau darum, ist ein Gesundheitssystem überhaupt interessiert an Genesung? Ehrlich gesagt, ich glaube, die Basis, wir, die am Patienten sind, wir sind sehr interessiert, dass Menschen wieder Fuß fassen können, dass sie Hilfe bekommen, sich selber zu helfen. Ja, weil wir sagen immer, wir helfen nicht. Wir sind da. Wir sind Sparringpartner, wir sind Abfalleimer, wir sind gute Fee, ja, der mal auf die Schulter klopft. Aber helfen tust du dir selber. Sonst bringt das alles nichts. Und eine Tablette halte ich auch nicht. Du musst auch noch was machen. Ja, ist immer. Die Tabletten bekämpfen ja, wie heißt das, nicht die Ursache, sondern die Nein. Symptome. Ja, genau. Und die Ursache muss man selber Die Ursache musst du selber ändern. Ja. Und damit man da rankommt, ist schon mal okay, eine Tablette zu Es ist schon mal gut, dass du fähig. Das ist das Grundprinzip. Medikamente nehmen sind Hilfsmittel, um weiterarbeiten zu können. Wenn du zuckerkrank bist,
dann weißt du, was du zu tun hast. Ja. Du müsstest deine Ernährung umstellen. Wenn eine Schokolade schaffe. Schoki ist einfach so gut, ne? Die feine Schoki oder ein gutes Glas Wein. Der Wein hat doch keinen Zucker drin. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist das Schwierige. Wir sind unser System und ich persönlich, ich gehe so weit, ich sage, das, was jetzt passiert, ist nur möglich, weil wir ein Gesundheitssystem haben und nicht Orte, wo man gesund werden kann. Also das Konzept dahinter ist Wirtschaft. Ja. Und wenn wir einen Wirtschaftszweig wie das Gesundheitssystem so aufblasen wie jetzt, mit so viel Geld stopfen, dann helfen wir uns nicht. Mhm. Ja. Es wäre, das Hilfreichste wäre diese Curve eben nicht geflattet worden, sondern wäre die Kurve explodiert. Dann wären wir am Ende gewesen. Und das wäre gut gewesen, weil es hätte eine Reformation gegeben. Man hätte sich neue Konzepte überlegen müssen. Hat es in dem Jahr Corona auch jetzt noch Bettenabbau gegeben? Ich glaube, in Spitälern gibt es Bettenabbau noch. Ich kann sie nicht zu 100% sagen. Was ich höre, dass aus den Spitälern in der ganzen Schweiz, eben die Psychiatrielandschaft ist sehr klein. Ja. Die Psychiatrie konnte nicht abbauen letztes Jahr und dieses Jahr. Nein. Im Gegenteil. Ja. Ich habe mal einen Witz gebracht im Dezember, irgendwie, wann machen die Spitäler endlich die Corona-Betten zu und machen Psychiatriebetten, wie wir damals Anfangspandemie die Corona-Betten. Wir hatten ja eine Station komplett nur für Corona. So eine Notfallstation. So eine Kohortenstation, wo einfach alles, was Verdacht ist, geht zuerst mal dahin, dass wir das nicht im ganzen Haus verteilen. Gute Idee. Klar. War aber leer. Die war leer. Die Betten waren nie besetzt. Also aber ganz sie waren wenig. Mal da. Die waren mal da, man hat die jetzt runtergefahren, weil wir den Druck so hoch haben. Und jetzt sind es, glaube ich, 4 oder 5, die wir einfach auf Reserve haben müssen, wenn die Spitäler aus allen Nähten platzen. Ich weiß von Spitälern, die haben Abteilungen zugemacht. Mhm. Mit dem Gedanken, dass wenn wir Personal brauchen, können wir das da sammeln. Gute Idee, strategisch gut gedacht. Das ist aber nicht eingetreten, wie wir wissen mittlerweile. Die Kapazität wurde vielleicht mal ein bisschen angekratzt, aber nie überschritten. Mhm. Ja. Ich will keinem, der im Notfall irgendwie sitzt, Kollegen, fühlt euch nicht ans Bein gepisst, ich weiß, ihr macht einen guten Job und ihr, danke, seid ihr da. Aber ja, es geht jetzt ja um uns, wie wir den Alltag erleben. Ja. Ne? Und ich denke, das wäre schön, das wäre interessant, in den Medien zu hören. Wie viele Betten sind abgebaut? Deutschland, glaube ich, 9000, offiziell. Ja. Irgend sowas, ja. Während der Corona-Pandemie. Und das ist viel, das ist nicht wenig. 9000 Betten? Und das während einer Pandemie werden Betten abgebaut. Und das finde ich, also normal müsste man da ja ausbauen. Also, ja, eigentlich schon. Ja. Oder aus der ersten Welle letztes Jahr, oder da hat das Militär auch noch mitgeholfen und da hatten wir jetzt ein Jahr Zeit. Aber ich weiß nicht, Taskforce, Bundesamt, Bundesrat hat nicht ausgebaut oder wieder das Militär eingesetzt, sondern es ist einfach eben reduziert worden. Ja. Oder irgendwie etwas verändert, etwas optimaler gemacht. Nein, es ist einfach, ja, wie du sagtest, oder runtergefahren. Da jetzt kommen noch die Mutanten. Und genau. Das ist die spannendste Diskussion. Da verstehe ich unsere Mediziner nicht mehr. Da habe ich echt, ich weiß nicht, liegt es an mir? Wir können mich nachher korrigieren. Ich habe gelernt, dass Viren immer mutieren. Das ist der Job vom Virus. Ja. Weil der will ja, dass der Wirt überlebt. Und wenn er den Wirt killt, muss er sich mutieren, dass er den Nächsten nicht auch killt. Mhm. Habe ich mal gelernt. Ne? Virologie, kleines 1x1. Wo ist das Problem? Ein Virus muss mutieren. Und der Beweis ist ja, die britische Variante ist doch nicht tödlicher. Aber die war immer am Anfang war sie 50% tödlicher, das weiß ich noch, die Zahl. Das war 50%. 70, glaube ich, oder? 50, 70. Oder die südafrikanische war 70. Ja, also. Egal, die sind alle tödlicher, oder? Aber die Todeszahlen gehen zurück, kontinuierlich. Nur die Testzahlen, die gehen nach oben. Natürlich. Wir haben ja auch noch was, wie viele Millionen Tests rumliegen, die wir bestellt haben, anfangs Pandemie? Ja. Na, die müssen verbraucht, die brauchen wir nicht mehr. Da gab es jetzt gerade einen Artikel, die müssen, was weiß ich, für wie viel? 14 Millionen. PCR-Tests wegschmeißen, weil sie ablaufen, also. Ja. Die hatten eben das Bad Szenario oder Dings, 1 Million auf Vorrat, 1 Million PCR-Tests und dann jetzt müssen sie für 14 Millionen, müssen sie. Und bevor die ganz ablaufen bekommt, jeder, der in der Apotheke bekommt, fünf Tests kommt, macht, Hauptsache ist es. Ja, und für Laien ist das eigentlich nicht empfehlenswert. Da hat es ziemlich viele durch, es ist nicht gefährlich, du stirbst nicht dran, aber es ist, also, Kinder sollen sich jetzt selber Tests machen. Das ist ein Eingriff, das ist eine Untersuchung. Ja. Also bei uns machen das ausgewählte Leute,
die das eben routiniert machen. Wir sind nicht angelernt worden, das zu machen. Mhm. Obwohl, das ist keine Sache, das zu machen. Gut, ich hätte es auch nicht gemacht, ne? Dass man rausgeht, ganz klar. Aber es ist nicht einfach, da ist eine Lösung, man muss die richtige Abfolge machen. Es ist nicht einfach, zack, zack, und du hast einen Test. Du musst die Abfolge einhalten und die Stoffe, die sind auch nicht so ungefährlich. Also da kann durchaus ins Auge, in die Nase, in die Schleim, das ist nicht so angenehm, Hautrötungen, Reizungen, allergische Reaktionen, also wie alles ist ein Eingriff. Ja. Und es ist ein technisches Mittel, also eben, macht damit, was ihr wollt, macht ein Feuer. Gebt es nach Uri, die können es mit dem Böck verbrennen. Der Zürich ist Böck, oder? Ja, aber jetzt ist er in Uri, er wird auf Uri. Der Teufelsbrücke verbrannt. Ah. Ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer, weil Zürich... Also nur auserwählte Zuschauer. Genau. Grundsätzlich, was empfiehlt ihr den Menschen so, wenn sie in eine Situation kommen, wenn sie merken, hey, jetzt komme ich an Anschlag. Was kann man machen? Soll man sich frühzeitig, ich sage jetzt nicht gerade bei euch, weil sonst rennen euch bei euch alle Geburten ein, aber ich sage, es gibt ja überall psychiatrische Dienste, Kliniken, was auch immer, Hausarzt oder was auch immer. Was empfiehlt ihr den Menschen, die merken, hey, ich gehe auf ein Zahnfleisch, ich habe keinen Bock mehr? Wie sagt man, wenn man dann richtig merkt, ich habe genug, jetzt reicht's. Das ist ein schwieriger Augenblick, da muss man vorher merken, jetzt bin ich dann so weit. Was empfiehlt ihr den Menschen, wenn sie merken, ich gehe in die Richtung? Wie kann man das merken? Was machen sie? Was sollen sie machen? Ja, ich denke, also hier, keine Ahnung, ist das jemand, der schon mal in einer Klinik war? Dann, wir machen mit den Patienten so Krisenpläne, Notfallpläne, oder falls es nicht zu Hause funktioniert, was mache ich dann? Oder schon eine gewisse Erfahrung dahinter. Für Leute oder Personen, die da draußen sind und noch keine Erfahrungen haben mit psychiatrischen Diensten, ich denke, es ist schwierig zum vorher intervenieren. Also sie sind dann schon in der Situation, schon fast zu spät. Oder? Dann merkt man, dass man in die Situation reinkommt? Kann man das voraussehen? Oder ist man einfach plötzlich Pampf? Autounfall, Tag oder nein, man merkt das. Aber du kennst das selber, jeder kennt das. Du hast einen Scheißtag, der nächste ist besser. Dann kommt wieder ein Scheißtag, dann kommt noch ein Scheißtag, dann wird es wieder besser. Und ich gehe immer davon aus, der Mensch, der möchte sich verändern und der möchte vorwärts kommen mit seinen persönlichen Zielen, mit familiären Zielen, sozialen Zielen, Karriere etc. Also ein Mensch ist ein Wesen, das sich entwickeln will. Ja. Und die Entwicklung wird momentan sehr gebremst. Also wir müssen uns alle bewusst sein, wir sind im Moment alle eine gefährdete Gruppe. Der Mensch. Wir sind aktuell gefährdet. Mehr als sonst. Mhm. Also die Grundspannung ist erhöht. Meine Empfehlung, redet darüber. Redet, redet, redet. Mit allen. Seid offen. Schämt euch nicht. Es braucht kein Hausarzt. Es hilft. So ein Gespräch. Mhm. Versetzt Bäume. Jeden Montag gehe ich an Corona-Apero. Es ist wie normal. Es ist wie vor der Pandemie. Das ist Therapie. Menschen normal reden. Ich kenne auch so Menschen eine umarmen. Montagsgruppe. Ja. Menschen umarmen. Umarmt die Leute. Scheiß auf Social Distancing. Wir brauchen Nähe. Und wenn es nicht geht, wenn man merkt, ich kann nicht mehr schlafen, ich wache auf mehrmals in der Nacht, geh mal zum Hausarzt. Vielleicht habt ihr irgendeinen Bekannten, der irgendwie im Gesundheitswesen zu tun hat, sprecht mit dem. Lasst euch Adressen geben. Sucht in Selbsthilfegruppen. Erster Schritt, geht in Selbsthilfegruppen. Sucht euch Hilfe. Es muss ja keinen Namen haben. Es kann einfach, ich habe Selbsthilfegruppe. Worst case, geht zu den AAs. Die sind ausgeschrieben, die treffen. Die anonymen Alkoholiker, die kennen sich aus mit psychischen Problemen. Weil es ist, die wissen, von was du redest. Geh dahin. Wenn du keine Anlaufstelle hast, geh irgend in ein Treffen. Sprich, geh zur Polizei im Notfall. Sag, ich weiß nicht, wo ich Hilfe herbekomme. Das ist doch mal etwas. Ja. Die Polizei, dann Freund und Helfer. Kann ja. man zeigen, dass es da noch ja. Menschen gibt. Viele gehen über das Spital, oder? Dann ja. gehen sie viele in den Notfall, gehen in Notfall und sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich habe Probleme mit der Atmung und dann plötzlich, es war eine Panikattacke. Ja. Und dann, dann werden sie zu uns verlegt und dann kommst du eigentlich schneller zum Ziel, aber dann ist es schon fast zu spät. Also, wenn es eine Panikattacke ist, das ist dann schon das Endergebnis von der Vorgeschichte. So. Also wenn du Panikattacken regelmäßig hast, ja. dann brauchst du Hilfe. Ja. Ja. Und wir reden nicht von ein bisschen von starker Angst, wir reden von Hyperventilation, Ausnahmezustand. Ja. Da bist du 20 Minuten, da läuft nichts mehr. Ja. Da bist du und die Angst und es gibt nur noch das Thema mit
Also eine volle Panikattacke, das ist sehr, 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 sehr eindrücklich zu sehen. Ja. Ja, das kann bis hin zu eben so Wippen, Kopf an Wände schlagen, starkes Zittern, also das sehr, sehr intensives Bild, ohnmächtig das zu sehen. Ohnmächtig werden. Also, ja, so lange hyperventilieren, bis dich hinlegt. Das ist, dann ist es fertig. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Dann bist du nicht, nachher ist vorbei, weil du bist so erschöpft und das Adrenalin. Also du bist nicht tot, aber du beruhigst dich automatisch. Weil du die Panikattacke geht immer vorbei. Ja. Und eine Panikattacke geht nicht 3-4 Stunden. Die geht Lehrbuch maximal eine halbe Stunde. Okay. Ja. Alles, was länger geht, dann reden wir nicht mehr ganz von Panikattacken, dann kommen andere Themen vielleicht noch rein, dann reden wir von sehr, sehr starker Angst, sind dann eine maximale Angst, bevor es in die Panik geht. Auch da, redet darüber, schämt euch nicht. Wir haben alle jetzt Angst. Das ist jetzt Panikattacke. Und wenn ich so, ich sag mal so, irgendjemand ist nur noch zu Hause, macht nichts, ich sag mal, duscht nicht, was auch immer, vergammelt oder ist in, ich sag mal, Lethargie einfach. Was soll ich machen? Keine Ahnung, ach, morgen wird es besser. Das ist ja auch schwierig, um da rauszukommen. Wie weit ist der schon fortgeschritten? Der sollte schon bei uns sein. Ja. Das ist eigentlich zu spät. Wenn du nicht, und das ist ja genau das, was jetzt gemacht wird. Mhm. Bleib zu Hause, triff niemanden, schau Fernsehen. Mhm. Du musst dich nicht duschen, es interessiert ja niemanden. Na, du gehst eh nicht raus. Du musst ja auch nicht aufräumen. Who cares? Ja. Das interessiert niemanden. Also, ich kenne das, wenn ich Ferien habe. Dann muss ich auch nicht jeden Tag duschen. Kann ich vor mich hinstinken. Ja, ist doch auch mal schön. Solange es mich nicht stört. Genau, und wenn dann die Füße irgendwann muffen, dann okay, ich gehe mal duschen. Ja. Ne? Aber wenn das nicht mehr passiert, so okay, jetzt sollte ich, dann braucht es mehr. Ja, also, ich sage immer, Offenheit, seid offen, schämt euch nicht. Das ist ein Gefühl, es ist ein Zustand. Und wenn ich nichts sage, wird es sicher nicht besser. Ja. Ja. Es gibt viele Hilfsorganisationen, es gibt Angehörigentelefone, das weiß ich, das bieten eigentlich alle psychiatrischen Kliniken in der Schweiz an. Einfach. Also für Angehörige, die merken, mein Sohn ist gammelt nur noch. Neben der Schuhe, ich komme nicht mehr an ihn ran, was kann ich machen? Genau. So. Und da können auch Betroffene anrufen. Das ist eigentlich die Leute, die Telefons abnehmen. Das sind selber Betroffene oder sehr erfahrene Pflegefachleute, Sozialarbeiter, Seelsorger. Es ist egal, wer da hinten abnimmt. Das ist eine geschulte Person oder eine Person, die dich verbindet mit einer geschulten Person. Also egal, wer du bist, ruf einfach mal in der Klinik an. Ruf eine Klinik an, wenn der Hausarzt dich versetzt, der Psychiater nicht erreichbar ist, weil er in den Ferien ist. Ruf in der Klinik an. Da ist immer jemand dort. Da ist immer jemand. Ihr müsst nicht auf den Notfall gehen mit der Panikattacke. Ruf eine Klinik an, sagt, hey, hört mal zu, ich habe die und die Symptome, wo kann ich mich melden? Ich muss mal reden. Ja. Und dann reden wir. Wir behalten niemanden. Oder sogar vorbeigehen. Oder vorbeigehen. Wir haben so ein schönes Wort, Walking-Patienten. Walking. Walking, genau. Ja. Also sie kommen rein und Und wir schauen. Und zu 95% bleiben sie auch. Mhm. Also sie werden dann, man schaut, wie man es machen kann und sie werden dann aufgenommen und dann professionell behandelt. Ja. Okay. Und das ist eigentlich schon so fast wirklich die schnellste, finde ich schon sehr. Es geht schon sehr zügig. Grundsätzlich eine Frage, habt ihr auch, ich sag mal, positive Sachen in dem Corona-Jahr erlebt? Mhm. Wie? Ja, haben wir. Man steht näher zusammen. Die Verschworenen oder die Verschwörer oder die Kritiker. Ja, also. Covid-Idioten. Wie immer sie uns alle nennen. Es gibt ein Wir-Gefühl. Das erlebe ich als sehr tragend, sehr schön. Für mich persönlich, Familie hat nochmal an Wert gewonnen. Ich komme so gerne nach Hause. Ich weiß, my home is my castle. Ja. Und das bin ich bereit zu schützen mit allem, was es braucht. Und so das Gleichgesinnte. Das kritische Denken der Schulmedizin gegenüber hat sich verändert. Aus meiner Perspektive in ein positiveres Licht. Es wird kritischer hingeschaut. Mhm. Beobachter, K-Tipp berichten sehr, sehr kritisch. Finde ich super. Ja. Hätte es vor 10 Jahren noch nicht so in diesem Ausmaß gegeben. Finde ich mega. Weiter so. Mhm. Ja. Und ja, und ich glaube, so die Wichtigkeit, also ich habe mich ja total genervt auf dem Klatschen für die Pflege. Ich brauche keinen Applaus. Hört doch auf, ich habe den Job gewählt. Mhm. Keiner geht in die Pflege arbeiten, wenn er das Herz nicht, wenn er kein Pflegerherz hat, das machst du nicht als Beruf, weil es ach so toll ist. Das machst du aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Ich brauche keinen Applaus. Wir können über Bedingungen reden, über
Das Arbeitsbedingungen. Haben wir auch gesagt. Jetzt klatschen sie und in 2-3 Wochen interessiert es wieder niemanden mehr. Da werden womöglich Stellen abgebaut. Genau. Da ist es besser, wenn man da nachhaltig etwas und macht. Und das ist passiert. Dieses Denken, das kritische Denken, hey, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir zu wenig Notfall, also Intensivbetten haben. Das darf doch gar nicht sein in unserer reichen Schweiz. Oder? Das Denken, das ist angestoßen worden. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es sich bewegt, aber es bewegt sich. Das eingefleischte Konstrukt des Systems wurde erschüttert in seinen Grundpfeilern. Und ich glaube, es überlegen sich viele Leute, wie sie gegen das System vorgehen können. Ich glaube, auch Krankenkassen werden massiv die Schraube anziehen, wenn die Pandemie vorbei ist. Irgendwoher kommt jetzt einfach Geld. Ich weiß nicht, woher das Geld kommt. Ich weiß nur, wir zahlen es zurück. Druckerpresse. So in dem Stil, genau. Da sagt man, man muss den Kredit aufnehmen, das muss man zurückzahlen. Und genau. Hat gesehen. Und da glaube ich, da werden wir noch lange dran kauen und da bin ich gespannt drauf, was da passieren wird. Welche, ja, dass Politiker nicht mehr einfach als, ja, die wissen schon, von was sie reden, die Kritikbereitschaft, dass Meinungsfreiheit wieder diskutiert wird. Ja. Dass nicht einfach, ja, du bist ein Rassist. Wieso bin ich ein Rassist? Das wird wieder diskutiert. Wieso sagen wir jetzt, wieso ich ein Rassist? Ja, du kannst nicht sagen, typisch Deutsche. Doch, das kann ich sagen, das ist typisch deutsch. Ja, wir haben ja auch typisch schweizerische. Genau, Jockey und Fondue und Toblerone, oder? Typisch also, Schweizer. Ich fühle mich nicht rassistisch angesprochen, wenn mir jemand sagt, ah du, ja, Jockey und Käse. Ja. Überhaupt nicht, ja, das ist die Schweiz. Rammelskraut und Kartoffeln. Ja. Kannst auch Omega oder was auch immer für eine Uhrenmarke nennen, ist auch typisch Schweiz, oder? Und das ist so, das finde ich cool. Das hat sich verändert. Die Jugendbewegungen, Hammer. Junge Leute, die in die Politik gehen, Respekt. Finde das so cool. Einfach, weil sie die Schnauze voll haben. Ich hoffe mal, die werden nicht in der Politik verheizt. Ich hoffe, sie werden nicht korrupt. Ja. Verheizt. Also, das ist halt schon, die Macht und Geld muss anscheinend noch sehr, wie sagt man dem, anziehend sein. Und wenn man dem gegen sagen kann, nee, ich bin für das Volk da, wie es wenige Politiker machen, das wäre schon cool. Bin ja mal gespannt auf die nächsten Wahlen, wer da überhaupt noch wiedergewählt wird von den Corona-Fetischisten da. Mal schauen. Ja, spannend. Haben wir etwas vergessen? Kommt euch etwas in den Sinn? Ich glaube, das Wichtigste der ganzen Pandemie, es haben sich Wege von Menschen getrennt, durch das Offenlegen gewisser sehr intimen Denkweisen. Man musste sich sehr intim mit gewissen, also verschwören wir uns jetzt, treffen wir uns trotzdem. Und ich weiß, nicht persönlich, aber aus dem näheren Umfeld, da sind Freundschaften auseinander, die über Jahrzehnte gehalten haben und jetzt wegen, nein, wenn du zu mir kommst, trägst du keine Maske, aber du musst eine tragen, wenn ich zu dir komme, weil sonst bin ich krank. Und da sind Freundschaften auseinander. Ja. Und das ist aber auch im Gegenteil passiert. Ich glaube, es sind auch Menschen näher gerückt. Und ich glaube, diese Nähe, die jetzt entstanden ist in diesem Jahr, das ist ein anderer Kleber. Ja. Das ist eine andere Beziehung. Wenn ich so schaue, wen ich in diesem Jahr alles kennenlernen durfte, wäre vorher undenkbar gewesen. Und es ist nicht so flüchtig. Ja. Also es ist ein bleibender Eindruck, bessere Kontakte und so. Von dem her gesehen hat dieses Jahr auch sehr viel Positives gebracht. Nebst dem ganzen Müll, was man da bekommen hat. Aber ich bin eigentlich damit, ich sag mal, zufrieden in der Richtung. Da gab es so eine Reinigung. Ja, und es braucht, ich weiß, anfangs Pandemie, da bin ich von einer Hochzeit zurückgekommen im Ausland. Und dann irgendwie in Dubai haben wir einen Zwischenstopp gehabt und schon irgendwie gehört, da gibt es irgendein Virus. Ja, die kommen wieder mit irgendeinem Vogelding oder einem Schweinegrip oder irgendeine Erkrankung wieder mal. Ja, da wollen sie wieder was verkaufen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so krass durchzieht. Ja. Ich bin wirklich tiefenentspannt von diesem wunderschönen Erlebnis zurückgekommen und fange dann an zu arbeiten. Es hat sich so hingezogen. Und am Anfang, ja, wir sind Systemteile, wir sind Zahnräder. Ja. Da bin ich mir sehr bewusst. Ich würde gern viel, viel mehr machen, aber das liegt nicht drin. Ich habe Familie und ich bin zuständig, ich habe auch Verantwortung. Ich weiß, es ist eine billige Ausrede, man könnte auch so. Trotzdem entscheide ich mich, das auf meine Art zu machen, wie ich es für richtig finde. Und am Anfang hatte ich Angst, ich wusste nicht, was passiert. Und ich dachte, sei mal vorsichtig.
Einmal. Das sei Vorsicht. Das haben wir nur Videos in China. Von Italien kamen irgendwelche Fotos mit Särgen und Lastwagen und so, bis man gemerkt hat, das sind die Fotos von Lampedusa. Also. Und da muss ich sagen, stopp, jetzt irgendwas stimmt nicht. Wieso habe ich Angst vor einer, habe ich noch nie vor einer Krankheit gefürchtet? Mhm. Noch nie, weil für die meisten Krankheiten kann ich was tun. Ja. Ich kann mich gesund ernähren etc., das wissen wir alles. Aber da ist was Neues. Es ist was Neues, noch nie da gewesen in diesem Ausmaß. Alle reden davon. Und ich habe mich am Anfang zurückgezogen, sehr in die Kernfamilie. Und irgendwann musste ich diesen Entscheid treffen, breche ich aus oder nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, das letzte Jahr, das Mutigste, das ich gemacht habe für mich. Und dann hat es angefangen, dann habe ich Freunde verloren. Schmerzhaft zum Teil, aber ich bin froh. Mhm. Wie du es gesagt hast, die Intensität mit den anderen Menschen, die du kennengelernt hast, die Nähe, die entsteht, das ist unbezahlbar. Du hast nicht das Gefühl, dass es nur oberflächlich ist. Nein. Wenn ich dann jemand fragt, und wie geht's dir, dann sagst du ja schlecht und dann hört er dir zu. Ja. Wenn du mal anhörst, schlecht, cool, dir auch, wollen wir am Wochenende kaufen. Komm, gehen wir zu einer Bier, dann wird es besser. Ja. Also so, das ist nicht mehr so oberflächlich. Ja. Das ist mir aufgefallen und das schätze ich sehr unterdessen so. Ja. Ja, gut. Noch etwas? Nein, ich denke, das hast du sehr, sehr schön so formuliert und ich kann mich auch nur dem so anhängen. So mit dem, also vor allem eben, ich hatte mich auch gefragt, warum interessiert sich die Politik so fest, also setzt sich mit der Gesundheit auseinander. Und dort hat es bei mir auch so, okay, etwas kann nicht stimmen. Und es hat es eigentlich auch bestätigt, was da alles dahinter ist. Und von dem her ist es eben, ich denke, auch schön, dass es passiert ist, weil so konnten wir wie anders mit dem Ganzen damit umgehen, oder? Und Ich habe am Anfang immer gesagt, das Verhältnis stimmt nicht. Mhm. Weißt du so, ich sag mal, so ein kleines Virus und dann sieht man ja, am Anfang hat man ja die Bilder gesehen, da tot. Und dann ist das bei uns über den Pass gekommen vom Tessin zu uns, Skigebiete sofort schließen. Und dann hast du so geguckt und du merkst, du kennst niemanden, der an Corona erkrankt ist, geschweige denn noch gestorben ist. Mhm. Ich sagte, Moment, wenn das so schlimm ist, dann müsste da hier jetzt etwas passieren. Und da habe ich gesagt, Shutdown und so, das ist ja schon okay, aber das Verhältnis stimmt nicht. Und das Verhältnis wurde immer schlimmer, also die Differenz wurde immer schlimmer. Und da merkt man einfach, irgendwie fehlt mir da der Gesundheitswille vom Bund. Wir müssen die schützen, wir müssen das schützen, wir müssen das schützen. Ja, ist ein bisschen fragwürdig, aber... Es ist zutiefst fragwürdig und... Gesundheit ist persönlich. Es geht niemandem irgendwas an. Wenn ich mir Gift spritzen will jeden Tag, dann mache ich das. Ich weiß, ich muss in den illegalen Bereich, aber ich kann das machen, wenn ich das will. Ja. Und dann müssen Sie das alles selber bezahlen, wenn Sie Corona haben. Noch so gerne. Ich zahle seit wie vielen Jahren? Ja. Krankenkasse? Alles selber. Ich habe so viel gebraucht bis jetzt. Ja. Ich finde das solidarische Prinzip super. Ich bin froh. Das ist wie, ich zahle, dass ich nicht krank werde, oder? Noch so gerne zahle ich für alle meine Behandlungen. Hör auf mit so Zeugs, es kommt jetzt mit Corona-Steuer. Da nehmen sie auf dumme Ideen. Ja, sag nicht. Corona-Steuer. Ja. Nein, aber es sind die Aussagen, es gibt keine Reglementierung auf Zucker in Getränken. Das tötet uns. Ja, nicht nur im Getränken, also überall ist Zucker. Überall wird Zucker und weiß es nicht mal. Ne? Genau, es wird jedes Jahr wird künstliche, der wunderbare künstliche Süßstoff, der ja nicht krebserregend ist, macht Krebs, wird einfach alle zwei Jahre einen neuen Namen gegeben. AstraZeneca, das beste Beispiel. Wie heißt es jetzt? Vixo? Victa? Ja, Vix heißt jetzt Reiter. Genau, es wird einfach einen neuen Namen geben und dann ist es okay. Und dann funktioniert es wieder. Ne? Meine Schwägerin arbeitet in der Lebensmittelindustrie. Ich weiß, wie Deklarationspflicht funktioniert. Mhm. Wir werden seit Jahren verarscht. Es interessiert niemand die Gesundheit. Und da muss man nicht Verschwörungstheoretiker sein, dass man versteht, Politik hat noch nie was mit Gesundheit zu tun gehabt. Und sie darf es auch nie wieder haben. Nie mehr. Ja, das wäre cool. Das wäre der Hammer. Das müssen wir hinbekommen. Irgendwie müssen wir das hinbekommen. Und ich wünsche mir es friedlich. Ich wünsche mir mit viel Liebe, viel Nähe. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt und gesagt, weißt du, wenn sie jetzt hinstehen würden und sagen, es tut mir leid. Ja, ist okay, vergessen wir es.
Machen wir was Besseres. Mhm. Sitzen wir zusammen, finden wir eine Lösung. Scheiß drauf, jeder macht mal Fehler. Mhm. Es kommt nicht. Nein. Es kommt nicht. Ich habe das auch so. Wenn die jetzt einfach sagen würden, schau mal, wir bekamen falsche Daten, ja, wir haben uns zu wenig informiert, da gab es die Daten, aber wir hatten unseren Fokus da und da und so. Genau. Wir möchten das ändern. Wir machen das so was Neues draus, aus der Krise raus. Ja. Das könnte man alles verzeihen. Aber alles. Sie machen noch mehr. Ja. Und sie hören nicht, ne? Sie hören nicht. 300 Jugendliche sind in St. Gallen, machen Party. Mhm. Wieso löst man das auf? Wieso lässt man die nicht? Warum muss man eine Corona-Politik durchsetzen? Mit Polizeigewalt. Und vor allem die 300 sind ja nicht auf einem Haufen. Genau. Das waren Gruppen. So. Und auch wenn sie auf einem Haufen gewesen wäre, das könnte man akzeptieren. Ja, das könnte man einfach stillschweigend hinnehmen und sagen, hey, ich glaube, die wollen uns was sagen. Ja, ich kenne die Polizei noch aus meiner Jugendzeit, wo ich auch illegale Sachen gemacht habe. Die haben mit uns geredet. Die haben uns genervt. Die haben uns nicht festgenommen. Die haben uns genervt. Die haben gewusst, wo wir uns aufhalten. Sind gekommen und gesagt, hoi miteinander. Was macht ihr heute? Ah, okay. Wann geht ihr nach Hause? Ah, schön. Habt ihr abgemacht mit den Eltern? Finden wir gut. Und sonst so. Wie geht's euch? Die haben mit uns, die hatten eine Beziehung. Aber es war ein echter Dialog. Es war ernst gemeint. Und nicht nur, wo kann ich dich backen. Genau, die wollten uns nicht kriminalisieren. Ja. Die wollten verstehen. Mhm. Und ich weiß genau, hätten wir die Bänke zerschnitzt, hätten wir getaggt, hätten wir gesprayt, die hätten uns auseinandergenommen. Ja, die kannten uns. Die wussten, das sind nicht wir. Also lassen sie uns in Ruhe. Die haben einen Dialog gesucht mit den Menschen. Den findet nicht mehr statt. Dann kann man sie auch besser einschätzen. Natürlich. Und wir hatten Respekt vor ihnen. Mhm. Ich weiß noch eine Anekdote, da hat der Polizeichef aus meinem Herkunftsort zu uns gesagt, hört zu, wenn das mit der Schmiererei nicht aufhört, ist diese Bank zu für euch. Dann sacken wir euch jedes Mal ein. Und ab da wurde nicht mehr getaggt. Da waren wir jeden Abend da, abwechslungsweise, dass wir unseren Platz behalten durften. Ja. Also wir wurden auch ernst genommen, aber auch in die Verantwortung. Ja. Ja. Und das für mich ist, wenn ich mit Kollegen abmache in der Stadt, ist das Selbstverantwortung. Ja. Ich trage die Konsequenz. Da muss keine Polizei kommen und mir sagen, du musst Maske, da ist kein Abstand, da müsst ihr das, genau. Da müsst ihr das und sowieso. Wenn ihr mich jagt, dann gehen Sachen kaputt. Mhm. Lasst uns in Frieden. Ne? Ich will sprecht, ja nur in Frieden miteinander reden. Genau. Mir fehlt genau. Das. Sprecht mit uns, gesellt euch zu uns. Ich sage immer, nehmt die Helme ab, kommt mit. Ja. Sitzt zu uns. Aber wenn man die Helme abnimmt, da kriegt niemand eine Bierflasche über den Kopf. Nein, reden. Das ist überhaupt Falle. Nicht, im Gegenteil. Das Ganze geht noch viel schneller vorbei. Ja. Ich habe abschließend, und gibt mehr frische Luft im Kopf. Kommt dazu. Ja. Ich habe abschließend so eine Frage im Pflege, wie sagt man, im Pflegeberuf allgemein, hieß es ja, zuerst muss man die Alten und Schwachen impfen, dann kommt die Pflege, ja, Pflege, wie sagt man, Risiko, was seid ihr, auch Risikogruppen? Weil ihr mit wie ist das so? Also eigentlich einfach das Personal, das die Risikogruppen pflegt. Genau, so. Also ihr gehört ja auch so in ja, Prioritäten. Genau. Oder? Ja. Ist das ein Thema im Allgemeinen so, wenn man in den, ich sag mal, im Umkreis, im Arbeitsumkreis, ist das ein Thema, ja oder nein, oder ich weiß nicht, wie muss ich mir das vorstellen? Thema ist es. Der Druck ist klein, ist gar nicht da, es gibt eine Empfehlung, es gibt keine Weisung, es ist einfach, wir empfehlen das, was der Bund empfiehlt, impft euch, zu eurem Schutz. Das war's. Es ist keine Propagandaarbeit, jeden Tag, ihr solltet euch, wisst ihr, habt einen verantwortungsvollen Beruf, das ist es nicht. Ich denke, das ist ein bisschen die Fachrichtung Psychiatrie, die da ein bisschen softer ist. Wir haben keine immunsuppressierten Menschen, also Menschen, die das Immunsystem künstlich heruntergefahren wird, für eine Krebsbehandlung zum Beispiel, dass die besser mit den Zytostatika etc. arbeiten können, haben wir nicht. Also wir haben schon die Risikogruppe bei uns ist enorm klein. Also wir haben praktisch keine Risikoleute. Mhm. Spital sieht das anders aus und da weiß ich auch, dass der Druck höher, aber schon immer, schon mit der Influenza. Ja. Da ist der Druck höher, da ist aber auch die Bereitschaft höher. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, das ist, ja, weil die und oder so. Ich weiß, auch da hat es kritisch denkende Leute, die eher gegen Impfungen sind, die den Sinn nicht so verstehen. Mhm. Ich weiß von Leuten, die sich auch im Spital nicht mit Grippe impfen lassen, die sich auch jetzt nicht impfen lassen wollen, zum Glück auch noch nicht müssen. Es gibt sogar auch Leute, die haben Angst vor der Impfung. Ja, wie andere gehöre ich Angst auch dazu. Vor Corona. Ich gehöre auch dazu. Ich auch. Ich habe Angst vor der Impfung. Ja.
Und nicht, weil ich ein ängstlicher Mensch bin, sondern weil ich auch nicht irgendwas Komisches in mein Auto füllen würde, was ich nicht weiß, was drin ist, was dann passiert. Und ein Auto kostet nicht so viel wie mein Leben. Also warum soll ich es mir reinhauen? Da, ich habe echt Angst. Ich staune, wie klar es für die einen Leute ist. Es ist so klar. Nein, logisch, ich muss die Impfung haben, dann will ich reisen. Und pur Egoismus. 90%, was ich höre, wieso ich mich impfe, ist Egoismus. Hat nichts mit Solidarität zu tun. Damit ich reisen kann, damit ich nicht eingeschränkt bin. Damit dann, dass alles bald vorbei ist. Aber du hörst nicht, damit ich andere schütze. Das hörst noch nie. Habe ich noch nie gehört. Ja. Ist auch nicht... Ich schütze auch niemand anderen. Ich schütze ja nur mich mit der Impfung. Nein, man schützt immer andere. Das ist ja das Perfide dran. Das Schöne ist ja, genau das weiß man ja bei der Impfung. Bei der jetzigen Impfung. Sie schützt nur mich vor einem starken Verlauf. Ja, aber die Übertragung ist da. Und die Maske trägt er dann, um mich zu schützen. Genau. Weil er eventuell doch Corona haben könnte. Und das wird aber nicht so stark aus, wie sagt man, ausgeprägt. Mhm. Ja, so ein milderer Verlauf. Boah, das macht mich so. Wir hatten das vor 5-6 Monaten. Und das ist jetzt ein bisschen, verurteilt mich nicht, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ein bisschen mehr als vor einem Jahr, Februar letzten Jahr, wäre jemand bei uns in die Klinik gekommen, wie wir darüber gesprochen haben, hilfesuchend. Der wäre mit einer Maske gekommen. Mit Händedesinfektionsmittel. Hätte uns irgendwas von gefährlichen Viren, die uns alle vernichten würden, erzählt. Der wäre geblieben. Aber nicht freiwillig. Den hätten wir behalten, um zu helfen, weil wir von der Psychose ausgegangen wären. Ja. Das ist so die Gummizelle. Bumm, so schnell hat sich das geändert. Ich sage immer, ich lebe in einer gesellschaftlichen Psychose. Das, was ich hier erlebe, das ist eine Psychose. Das hat nichts mehr mit gesundem Menschenverstand oder Normalität zu tun. Das ist das Ende der Zivilisation. Ja, das ist so immer, wie geht das schon wieder? Unsere einzige Waffe gegen das Virus ist unser gesunder Menschenverstand. Und wenn ich mich dann so umschaue, dann muss ich sagen, wir sind leicht unterbewaffnet, das ist schwierig. Aber was soll's. Ich danke euch jedenfalls für das Gespräch und für alle, denen das gefallen hat, wie gesagt, normal Likes, Abo und Entschuldigung, Kommentare, was man auch noch fragen könnte. Und wenn ihr Interesse habt an einem Gespräch am Tisch, übrigens der Tisch ist da, aber wir sind am Tisch. Meldet euch einfach, die E-Mail-Adresse wird auch eingeblendet und dann führen wir ein Gespräch, damit wir wissen, ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein. Ja. Danke vielmals, dass ich vorbeikommen durfte. Ja, sehr gerne. Schönen Tag noch. Dir auch, danke. Komm, haben wir noch so an. Wie heißt das da? Virenaustausch. Fürs gesunde Immunsystem. Herdenimmunität. Genau. Und du kannst es jetzt mitnehmen. Ja, ja. Oder für die anderen, ist eben wichtig. Die Zürcher Mutanten gehen jetzt in Kantonbrabünde. Genau. Okay. Das sind die Schlimmsten. Die sind die Schlimmsten. Tschüss miteinander. Ciao zusammen. Tschüss.